Kann mal einer noch Licht machen? Kann mal einer Licht machen? Ich kenne diesen Satz gut. Da sitzt man im Dunkeln zusammen, es wird immer dunkler und das Bedürfnis steigt, ich möchte Licht haben. Goethe soll das bei seinem Tod gesagt haben, ich brauche mehr Licht. Herzlich willkommen zu den Gedanken in der Epiphaniaszeit, in der Zeit, in der es um das Licht Gottes geht und dass das Licht von Jesus in diese Welt leuchtet, das Licht dessen Anfang und dessen Geburt wir an Weihnachten gefeiert haben und das seitdem immer größer und stärker in der Welt leuchtet. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Gemeinsam wollen wir in dieses Licht Gottes hineintreten jetzt. Wir dürfen uns in Gottes Angesicht hineinbegeben und miteinander diesen Gottesdienst feiern, den wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Amen. Hier vor dem Kreuz können wir loswerden, was uns belastet, und Freiheit erfahren. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, danke, dass du Licht gemacht hast. Du lädst uns ein in deine Gegenwart, an dem Ort, in dem wir dich und uns in deinem Lichte erkennen. Verteilt an so vielen Orten und doch durch dich verbunden, ist das heute unser Gottesdienst. So wie wir sind, sind wir vor dir und wir ehren dich mit dem, was du uns gegeben hast. Danke, dass wir vor dir ablegen dürfen, was uns belastet. Lass dein Licht all unsere Dunkelheiten durchdringen. Herr, erbarme dich über uns. Amen.
Der Prophet Jesaja verheißt ein Licht, das allen Völkern leuchten wird. Wir hören Worte aus Jesaja 60, Verse 1 bis 6, die auch der heutige Predigttext sind. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mache dich auf. Was für eine Aussage. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf. Was für eine Aussage in einer Zeit, in der wir meistens hören, bleib lieber zu Hause. Mache dich auf. Das ist die große Lebensüberschrift für mein und auch für dein Leben. Das gilt eine ganze Zeit. Die Bibel ist voll von Aufbruchsgeschichten von Menschen. Menschen, die losgegangen sind, weil Gott gesagt hat, du sollst gehen. Und wenn du gehst, dann werde ich das segnen. Ich denke an Abraham. Ich denke an einen Jona, der erst überzeugt werden musste. Und viele, viele andere Menschen in der Bibel. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. All die Menschen, die aufgebrochen sind, die dem Licht gefolgt sind, das waren Menschen wie du und ich. Menschen, die richtig Nöte hatten, Menschen, die manchmal Sorgen hatten, und doch hat Gott sie gerade durch diese Gebrochenheit benutzt und geführt und geleitet und zum Segen und zum Licht für andere Menschen gemacht. Die Begegnungen in dieser Zeit sind unglaublich eingeschränkt. Wir werden nicht viele Menschen treffen in den nächsten Wochen. Und deswegen sind diese Begegnungen so wertvoll. Die Begegnungen, zu denen du dich aufmachst, die Menschen, die du vielleicht besuchen wirst, die du sehen wirst, diese wenigen Begegnungen, wo du ein Licht sein sollst. Deswegen möchte ich dich ermutigen, sei ein Licht. Dort, wo du hinkommst. Überlegt euch genau, was ihr macht in den wenigen Momenten, wenigen Stunden, die gemeinsam geteilt werden. Überlegt dir ganz genau, was dann gut sein kann. Sucht Gott. Betet miteinander. Lest zusammen in der Bibel. Und wenn ihr etwas nicht versteht, könnt ihr ja nachfragen. Mach dich auf. Werde Licht. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Wusstet ihr, dass die Bibel eine Welt voraussetzt, eine Welt kennt, in der es dunkel ist, allzu oft dunkel ist, sehr finster ist? Eine Welt, die Licht nötig hat, die es nötig hat, dass einer das Licht anmacht. Gott hat das Licht angemacht. Damit beginnt die Bibel. Gott spricht, es werde Licht. Schon in den ersten Versen der Bibel finden wir diesen Satz. Jesus ist das Licht der Welt und er sagt uns zu, ihr seid Licht. Weißt du, wer dein Licht ist? Weißt du, wer dein Leben bescheint? Es ist ein bisschen so wie bei Hinz und Kunz. Die waren miteinander unterwegs und die haben sich gefragt, ob es auf dem Mond Leben gibt. Und sie kamen zu der Überzeugung, ja, es brennt dort doch Licht. Ganz so einfach ist es nicht. Und wir sind vielleicht ein bisschen klüger als die beiden. Der moderne Kirchenlieddichter Albert Frey, der hat das so ausgedrückt, wenn er sagt, der Mond scheint nur, wenn ihn die Sonne trifft. So leuchten wir in deinem Angesicht. Es geht gar nicht um mich oder um dich und dass wir so leuchtend wären, sondern es geht um das Licht, das dein Leben bescheinen kann, Jesus Christus. Ein Licht mit Anziehungskraft. Und das ist das große Aber aus dem Bibeltext. Aber die Herrlichkeit Gottes geht auf über dir. Wir sind nicht das Licht. Keiner ist besser und keiner ist toller, weil er Christ ist, aber wir kennen das Licht. Wir kennen Jesus, der über uns aufgegangen ist. Wir sind mit Weihnachten nicht besser dran, nach Weihnachten. Aber wenn wir
zu Jesus gehören, dann werden wir beschienen, so wie der Mond. Und Albert Frey dichtet weiter, du bist barmherzig. Vater, dein Herz ist immer offen. Du bist barmherzig. Vater, das lässt mich wieder hoffen. Du bist barmherzig. Jetzt kann mein Herz sich wieder öffnen. Nicht nur ein Herz kann sich öffnen, auch Augen können sich heben. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erheben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken und die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Immer wieder hört man von verschiedenen Stimmen, dass 2021 ein Jahr der Entscheidungen sein wird. Vielleicht hebst auch du deine Augen auf und schaust nach vorne und fragst dich, was wird sein? Ich kann nicht in die Zukunft schauen, keiner von uns kann das, und doch deutet sich vielleicht so manches ab, manche Entscheidung, die tatsächlich in diesem Jahr aussteht. Jeder wird entscheiden müssen, lasse ich mich impfen oder nicht. Jeder wird entscheiden müssen, wem gebe ich meine Stimme bei der Landtagswahl, bei der Bundestagswahl. Die Regierung wird entscheiden müssen, wie machen wir weiter mit den Corona-Maßnahmen. Lockern, öffnen, was ist gut? Viele, viele Entscheidungen werden gefragt sein. Als Kirche sind wir in dieser Zeit aufgerufen zu entscheiden, immer wieder, was ist gut? Wie gehen wir gut mit der jetzigen Situation um, so wie Gott sich das wünscht, was er für uns im Sinn hat. Die ganze Corona-Krise ruft die Menschheit heraus und ruft uns zu, überlege dir genau, wie du leben willst. Du musst es entscheiden. Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes, der hat kürzlich einen, wie ich finde, unglaublich guten Satz gesagt. Er hat gesagt, ich zitiere, vielleicht hat die Corona-Krise nur einen einzigen Sinn, der Menschheit unmissverständlich klarzumachen, dass es auch ohne sie nicht so weitergegangen wäre wie bisher, dass das alte Normal schon ein Unnormal war. Ich finde diesen Satz unglaublich gut, weil er deutlich macht, dass die Krise nicht mehr, aber auch nicht weniger ist als ein Augenöffner. Wir sollen die Augen heben. Ein Augenöffner für ein Problem, das es auch ohne Corona gegeben hätte. Wir hätten es nur vielleicht nicht so leicht erkannt. 2021 recht verstanden soll uns die Augen öffnen, erheben. Für die Grenze, an der wir auch ohne Corona gestanden hätten. Wir hätten sie vielleicht nicht so wahrgenommen. Wisst ihr, welches Normal ich mir für 2021 wünsche? Ich wünsche mir, dass es das neue Normal ist, dass wir Gott suchen in jeder Entscheidung, die wir zu treffen haben. Dass wir in jeder Entscheidung ihn mit einbeziehen. Dass wir uns nicht für das Licht halten, sondern das Licht suchen und in Gottes Licht hineintreten. Dass es das neue Normal ist, dass wir in die Gotteshäuser kommen. Das kann auch das Privathaus sein, um Gott zu loben und sein Lob zu verkündigen. Oder um es mit den Worten von Jesaja zu sagen, sie werden alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Sie werden alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und das Lob Gottes verkündigen. Damit endet der Bibeltext aus Jesaja, den wir heute gehört haben. Ob der Jesaja das wohl schon gewusst hat, dass das einmal Sterndeuter sind, Weise aus dem Morgenland, die kommen werden zu Jesus, der allen Menschen geschenkt wurde, ich weiß es nicht. Als Christen dürfen wir das so verstehen. Als Christen dürfen wir glauben, dass Jesaja das schon angekündigt hat. Menschen aus ganz fremden Umständen, Heiden, das waren Magier, Astrologen, würden wir heute sagen, sie kamen zu Jesus.
Das waren genau die Richtigen. Es waren genau die Richtigen, um sich in Gottes Licht zu stellen, vor ihm anzubeten. Diese Menschen hatten eine Entscheidung getroffen. Ich komme zu Jesus. Das hatten sie sich vorgenommen. Weihnachten heißt, Gott weiht in Jesus uns sein Leben. Weihnachten, das kann aber auch heißen, so wie es weitergeht, wir weihen Jesus unser Leben. Und das ist vielleicht die größte Entscheidung. Nein, ich glaube, es ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Ich weihe Jesus mein Leben. Und ich gehe mit ihm durch all das, was kommen mag. Ich gehe unter seinem Licht durch dieses ungewisse neue Jahr. Dass Menschen Jesus ihr Leben weihen, es ihm geben, ihm anvertrauen. Ich glaube, das sind die größten und wichtigsten Entscheidungen, die in diesem Jahr fallen können. Und dann mit ihm unterwegs zu sein und in seinem Licht zu leben. Amen. Jesus das Leben zu weihen, mit ihm zu leben, das kann man auch deutlich machen, indem man zu diesem Jesus, zu diesem Kind in der Krippe betet. Und ich möchte Sie und euch einladen, dass wir jetzt zu dem Jesuskind gehen, so wie die Weisen, so wie die Sterndeuter, so wie Menschen aus aller Welt, und dass wir zu ihm beten. Herr unser Gott, wir dürfen in dein Licht treten. Das ist Epiphanias. Das ist die Zeit nach Weihnachten, Gott, dass wir in deinem Licht leben dürfen und dass dieses Licht uns leuchtet, uns trägt, auch durch dunkle und durch ungewisse Zeiten. Und Herr Jesus Christus, wir dürfen dir unser Leben weihen. Wieder neu oder auch zum allerersten Mal. Du darfst es haben und in deiner Hand halten. Staunend und anbetend knien wir nieder. Herr, und so erleuchte du unseren Weg. So erleuchte du mein Leben. Geh du voran. Danke, dass du dich für uns entschieden hast und dass damit die wichtigste Entscheidung für dieses Jahr steht. Amen. Und wenn Sie mögen, beten Sie doch jetzt zu Hause das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte dir, ich möchte euch, ich möchte Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.